So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, und zwar Drakengard 3. Das Ganze ist mein Nachfolgeprojekt zu Nier, auch wenn es jetzt noch parallel ein bisschen weiterläuft, was die anderen Enden angeht. Und es ist auch auf eine sehr entfernte Art und Weise ein Prequel zu Nier. Aber das solltet ihr am besten ignorieren, denn das wird euch mehr verwirren als alles andere. Und ja, ihr könnt auch relativ Ähnliches hiervon erwarten. Das heißt, das Gameplay wird ziemlich schlecht, die Technik wird ziemlich schlecht, da wird das einen ziemlich coolen Soundtrack, nicht ganz so cool wie der von Nier, finde ich, aber auch einen ziemlich coolen. Und die Charaktere und die Story ist halt wieder ziemlich cool. Wobei die Story hier sehr anders ist und die Charaktere auch sehr anders sind. Also, die Story nimmt sich ja eigentlich zu 0% ernst bis kurz vor Ende des Spiels. Und mit kurz vor Ende des Spiels meine ich bis nach dem Durchspielen. Also erwartet storytechnisch einfach gar nichts, sondern erwartet eher schlechte Sexwitze, so auf meinem Niveau. Noch schlechter vielleicht sogar. Und ja, wenn euch das gefällt, dann guckt euch das Projekt an. Das war jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Start zu einem Projekt wie immer, aber ihr wisst Bescheid. Naja, starten wir noch das Spiel. Und ach ja, ganz kurz vorweg, das Spiel ist komplett auf Englisch, es gibt keine deutsche Übersetzung, also falls ihr kein Englisch könnt, dann könnt ihr euch auch gehen. Okay? Ich hoffe, ich muss nicht allzu viel vorlesen, denn meine englische Aussprache ist grauenhaft. Ach ja, und es hat ein unfassbar cooles CGI-Intro, also genießt das bitte. Das ist eins meiner Lieblings-CGI-Gedöns-Teile aus allen Spielen aller Zeiten und so, also vielleicht gefällt es euch. Okay? Egal, ihr werdet es ja sehen. Neues Spiel, jetzt. Ich rede wieder viel zu viel Bullshit. Long ago, in an age tarnished by endless conflict, five beautiful goddesses descended upon the land. The goddesses sang mystical songs that restored peace and harmony to our broken world. The people began to worship these holy songstresses and came to refer to them as intoners. Thanks to the efforts of these intoners, the chaos of war became a distant memory. And as a result, mankind enjoyed an age of sweet reverie, basking in the newfound light in... You murderous savage. Savage. I think you mean intoner. She's in there! Take her down! Kill the traitorous demon! Michael. It's time to put an end to the intoners. Und nach diesem extrem hübschen CGI-Intro geht es dann los mit einem extrem hässlichen Spiel. Okay, ich bin mal gespannt. Also bis jetzt ist es wesentlich schneller als mir. Merkt man direkt. Und ich kann Leute in der Luft schlagen. Okay, das ist cool. Und kann ich auch irgendwo anders angreifen? Ich kann mit Dreieck auch angreifen anscheinend. Nochmal. Ich will das mal ein bisschen testen gerade. So, ist normaler Angriff und das ist mit Dreieck, ist ein schwerer Angriff. Scheint so. Okay, kann ich auch Kombos bilden? Ja, ich muss es gerade ein bisschen austesten, ne? Also ich kann irgendwas machen. Ich kann auf jeden Fall Tasten spammen, das ist gut. Tasten spammen macht Spaß. So, töten wir jetzt mal hier den Gegner ein bisschen. Weil ich kann auch großteils wahrscheinlich an dem vorbeirennen, aber
Dann werde ich wieder unterlevelt sein und habe ich irgendwie keine Lust drauf. Naja, okay, vielleicht ist das Spiel auch komplett einfach. Ich hoffe es einfach mal tatsächlich. Danke, Michael. Ah ja, und seid gewarnt, die Framerate ist auch ziemlich schlecht im Spiel, tatsächlich. So, sorry, ich habe nochmal ein bisschen die Soundeffekte und die Musik leiser gemacht, damit man die Stimmen etwas besser verstehen kann. Und dann höre ich auch mal auf, die ganze Zeit rüber zu reden. Auch wenn es auf Englisch ist. Ihr versteht ja wahrscheinlich Englisch. Ich mache aus jetzt einfach, weil ich euch ein bisschen intelligent zutraue und so. Okay, der hat ein Schild. Kann ich irgendwie durchbrechen? Hiermit vielleicht? Echt nicht? Kann ich irgendwie vorbeirennen einfach? Echt nicht? Okay, gut, das überfordert mich jetzt etwas gerade. Ich krieg das aber hin. Ich krieg das hin. Oh Gott. Oh, Controls, locking on. Mit L1. Okay. Das hilft mir jetzt auch nicht unbedingt weiter. Komm ich. Doch, ich komm. Hä, als ob der jetzt hier mal mitdreht. Willst du mich verarschen? Meine Fresse. Okay, ich habe jetzt irgendwas gemacht und es hat irgendwie geklappt. Okay. Ja, und was ich gerade auch schon entdeckt habe, ist hier übrigens. Tatsächlich Kombos. Oder sowas in der Richtung. Und ja, gut. Lassen wir das. Krieg ich eh nicht vernünftig hin. Okay, gehen wir weiter. Wir sehen ja auch schon. They told me in Toners were supposed to be peaceful. What kind of crap are they teaching you people these days? Find it. Hier sieht man jedenfalls auch schon eine zerstörte Großstadt. Auch wenn wir aussehen wie mittelalterliche Leute halt so aussehen. Naja, sind wir trotzdem in einer zerstörten Großstadt. Wie sollte es auch sonst sein, nicht wahr? Look, I know that. It's just forget it. Trotzdem, wie gesagt. Irgendwie wird es am besten, dass das hier ein Prequel-Turnier ist. Es wird euch mehr verwirren als alles andere. Naja, lass uns weiterhin alle umbringen, würde ich sagen. Machen wir doch. Wird bestimmt nicht so schwer. Stirb, du komischer Titan, du. It's no human, and yet not quite a beast. Might be some sort of automaton devised. Okay, ich kann irgendwas mit Dreieck machen. Crafty little bastards. Ja, ja, ist okay, Mann. Lass mich doch einfach mal machen, ohne die ganzen Turrets anzuzeigen. Ja, R1 zum Ausweichen. Finde ich super. Und was? Ich will jetzt Dreieck drücken. Okay, das macht Angriffe, die. Achso, ja, das wusste ich ja die ganze Zeit schon. Aber anscheinend verbrauchen die. Naja, Ausdauer halt. Oder so. Ja, scheint so. Okay, cool. Egal, weiter drauf klopfen einfach. Wird schon knapp, ne? Ich meine, ich bin Profi und so. Ihr wisst Bescheid. Ha, ha, ha. Okay. Komm, stirb schon. Du wählst nicht mehr aus. Okay, war ein kleiner Miniboss. Nicht schwer. Also von daher, was soll's. Okay, war's das jetzt schon? Ja, willst du irgendwas von mir oder sitzt du jetzt nur hier so rum? Zero, go! Defeat your sisters! No! You don't have the strength for this! These puppets are no match for a dragon! Fine. Just don't die on me. Farewell. All of you. Women, children, the elderly. It doesn't matter. You stand in my way, you're gonna die. That's what you want. Don't get yourself then killed get on my account. Controls in Toner Mode. Okay, L3 und R3 gleichzeitig drücken. Okay, kriegen wir hin. Machen wir das nochmal. Ist sogar leichter als im Fall von 15. Okay, und jetzt sind wir ziemlich OP, so wie es scheint. Okay, das ist auch cool. Wusste ich auch nicht mehr. Ist schon lange her, dass ich davon jetzt mehr geguckt habe, wie gesagt. Also habe ich gar nicht gesagt, aber ist wie bei mir. Nur noch länger her, tatsächlich, glaube ich. Dass ich das letzte Mal davon was geguckt habe. Und ich kenne das Spiel auch generell wesentlich schlechter, als ich ihn hier kenne. Von daher können hier noch ein paar mehr Überraschungen auf mich warten, als bei mir, wo ich halt quasi alles und auswendig kenne, außer halt die Landschaft und so. Okay. Dann metzeln wir uns mal weiter durch. Ich glaube, der ist bisher ganz gut so. Move! It's Zero! Zero the Betrayer! Get the hell out of my way!
Ja, ja, wir kloppen uns hier durch. Ich muss mich nur daran gewöhnen, nicht die ganze Zeit dazwischen zu reden, weil die redet hier echt extrem viel. Ich weiß nicht, ob das ganze Spiel über so ist, aber momentan redet sie wesentlich mehr als die Charaktere in Nier. So zwischendurch einfach beim Gameplay. Und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen, weil bei Nier habe ich es auch hinbekommen, aber ich weiß nicht, warum ich es hier gerade nicht hinbekomme. Ich bin einfach inkompetent, okay? Gut. Okay, dann gehen wir weiter geradeaus. Hold on, my beloved sisters. I'm coming to kill you all. It's been a long time, Zero. Has it? I didn't notice. You haven't changed a bit. You're still insane. Stop it. You're embarrassing me. That wasn't a compliment. Hey! It's Zero! Hey, Zero! Zero! This fighting is pointless! You have to stop! We're sisters! Oh, don't be such a prude, Four. A good catfight really gets my juices flowing. Wow, I sure am popular around here. Enough talk, Zero. This is the end. Oh, it's the end, all right. Na, glaube ich nicht. Das Spiel hat gerade erst angefangen. Es wäre seltsam, wenn das hier das Ende wäre. Okay, dann töten wir mal unsere Schwestern. Was dann wirklich klappen wird, weil dann wäre das Spiel vorbei und so, ne? Aber wir probieren es mal, okay? Gut. So actually, I really don't have time for this right now. I wouldn't bother packing for your trip too. Huh? Why not? Are you gonna pack for me? No. I'm gonna kill you. Und Kreis kann ich anscheinend abwehren. Okay, gut, machen wir das mal. Klappt gut, okay. Even if it flees the cage. A bird without freedom has no place in the skies. You never did make any damn sense, Three. Perhaps restraint is a source of happiness unto itself. Would you just shut up and die already? Naja, die werden schon früher oder später alle sterben. Komm, klopf weiter drauf ein bisschen. Komm, zwei hat schon nur noch die Hälfte Leben. Sollte ich nicht zwei, holy shit. You'll help, huh? Well, I suppose there is one thing you can do for me. You can curl up and die. Ich sollte echt keine Namen übersetzen, holy shit, das war irgendwie so. Naja, ich bin dumm. Okay, your own sister, Zero? Whatever. Stop leering at me. I just love a sore loser. I get the worst headaches listening to you. You poor thing. I'd love to let you rest your head on my magnificent bosom. But it seems like we're destined to fight instead. Fate can be such a cruel mistress. Okay, ich kann jetzt mal ganz kurz zwischendurch Feedback geben. Das Gameplay ist an sich. Also das Kampfsystem ist an sich. Cooler als in Nier. What do you think? There's only aber jetzt reden die sind mir dazwischen. Super. And you'd kill your own sisters for that, right? That's kind of what I'm doing. Traitor. Hey! Aber die Framerate ist schmerzhaft. Holy shit, das tut weh. Das ist echt nicht gut. Aber dafür, wie gesagt, das Kampfsystem an sich ist erstmal prinzipiell besser. Gefällt mir auf jeden Fall bisher mehr. Nur die Framerate fuckt mich ab. Okay, komm. Ich glaube, wieder auf sie noch ein. Die anderen sind schon weg. Tot nicht, aber weg. Und jetzt sie auch. Gabriel. Oh, ein Drache. Ja, ja, mach ich, krieg ich hin. Wird nicht so schwer sein, denke ich mal, hoffe ich mal. Komm schon. Well, look who decided to summon a demon. That's no longer a dragon you've got there, one. It's just a monster. Shut up! I'm not subject to your judgment, sister. We Intoner swore to keep the world in balance. And now you seek all our power for yourself? It's shameful. Yep. Shut up and die already. Kann ich jetzt eigentlich wieder den Intoner-Mode benutzen, so zwischendurch?
weil... Ich weiß nicht, muss die Anzeige da links komplett voll sein oder kann ich das auch zwischendurch machen, warte mal. Das geht doch zwischendurch, okay. Hält wahrscheinlich halt einfach nicht so lange. Gut, dann nutzen wir das auch jetzt mal. Und hauen ein bisschen drauf rum. Macht bestimmt ein bisschen Schaden. So. Aber, naja, genug Schaden auf keinen Fall. Finish her. You. Will. Die! Fire! Run! How can he still have so much strength? She fled. You truly thought to kill the Intoners? Silly girl. Now, let us sing of the world's end. This is a story of six sisters. In a world protected by the power of song. The land of seas. The land of mountains. The land of forests. The land of sands. And the Cathedral City. But one of these sisters seeks to bring about the world's ruin. And she won't rest until all the others are dead. The traitorous Intoner is called Zero. And she has fled to the land of seas, where she heals and waits. Ein Jahr später. No. No. Don't. Please. Don't leave me. Michael! Damn nightmares. Und da sind wir. Wir haben einen neuen Arm. Auch wenn der nicht unbedingt wie unser alter Arm aussieht. Okay. Hier liegt etwas. It's been an entire year. And I'm still dreaming of him. Michael. Und unser lieber Michael scheint wohl tot zu sein. So ein Scheiß aber auch. Können wir uns im Spiegel angucken oder was? My eye hurts like a bitch. Ja. Dachte ich mir. Da scheint jetzt eine Blume drin zu sein. Warum auch nicht? Ist sehr dekorativ. My new arm seems good to go. Not the most elegant of solutions, but hey, I've never been picky. Okay, also tatsächlich einen gebaut oder so hat sie. Okay, interessant. Was steht hier oben rum? I can't believe how long it took my wounds to heal. But now it's finally time. Finally time to what? Naja, alle anderen zu töten anscheinend. It's that racket. Keine Ahnung, gucken wir mal nach. Yep. Thank you.
Knock it off! How many times have I told you? Don't roll around in the fucking mud! Cool, wir haben dafür einen anderen Drachen. Cool, ich mag den Drachen auch genauso gerne wie den alten. Mikael, also heißt er. Ist auch fast so wie Michael. Well, it took a year, but yeah, I'm good. Don't you think you should rest some more? And watch you roll around in shit all day? No thanks. Nee, kann ich mir vorstellen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Okay, laufen wir erstmal ein bisschen hin und her und so schon mit deinen Kisten, würde ich sagen. Nebenbei steht da übrigens links und rechts, was liest das selbst? Ich will nichts auf Englisch vorlesen, weil meine englische Aussprache ist grauenhaft. Ich meine, ich kann schon nicht auf Deutsch vorlesen, wie soll ich auf Englisch vorlesen, verdammt nochmal. Also, das tue ich euch definitiv nicht an. Das wird nichts. Das wird grauenhaft klingen. So, wir finden hier ganz schön viele Münzen. Ob man damit was kaufen kann, ich weiß tatsächlich nicht, aber ich gehe einfach mal davon aus. Yep. Did Michael say he was scared or anything? Are you kidding? I guess you didn't retain any of his memories, huh? Nope. Still, I can't believe he wasn't scared. That's great. Just great. I'm gonna try to be just like him. Okay, anscheinend sind Michael und Mikael doch irgendwie dieselben, aber anscheinend ist er, naja, hat er sämtliche Erinnerungen verloren oder so? Okay, man kann Kisten öffnen, wow. Danke für das Tutorial. Okay, ich habe eine neue Waffe erhalten. Kann ich die auch direkt hier ausrüsten irgendwie? Select. Nein, anscheinend nicht. Nö. Hier irgendwie? Ne, hier sind nur die Items. Okay, dann vielleicht später irgendwie. Naja, gehen wir erstmal weiter. Ich kann auch nicht schneller laufen oder rollen oder sonst was, also... Ja, genießen wir mal die wunderschöne Umgebung hier. So in Anführungszeichen wunderschön. Aber Gegner sehe ich noch gar keine. Scheint relativ friedlich zu sein. Bis auf diese Kisten, die ich alle zerschmettere. What did you call Michael? Michael? So why don't you call me Mikhail, huh? You know, instead of Dummy or Hey You or whatever? You need to be a full-fledged dragon before I use your name. Ja, das halte ich für einen guten Kompromiss. Ich werde ja auch immer von allen als verdammter Vollidiot bezeichnet, anstatt Toaster oder sowas. Von daher finde ich das schon fair. Torch it. Huh? Why? Can't we just talk to him instead? Are you kidding? That'd be way too much effort. Also irgendwie sehe ich kein Schiff. Bin ich einfach nur blind oder ist das hier hinten irgendwo? Ah, da ist es, okay. Ich darf schon nicht mehr einfach nur blind. You take out the ship from the air. Okay. I'll deal with the trash on the ground. Ja, Zerstörung hat noch nie irgendwem geschadet, außer vielleicht den Leuten, die zerstört wurden, aber das ist nicht so wichtig. Okay, R3, um irgendwie herauszufinden, wo ich hin soll. Naja, ganz ehrlich gesagt, wenn ich mir so die Map angucke, kann ich mir überhaupt die Map irgendwo angucken? Nö, aber wenn ich mir die Maps bisher so angucke, wo wir so lang gelaufen sind, dann geht's eh nur geradeaus. Von daher, was soll's. And stay focused. So this is the power of an Entoner. Anybody in my way is gonna lose a head. Und das wird auch tatsächlich, soweit ich weiß, so bleiben für 99% des Spiels. In dem Spiel geht's eigentlich ganz nur geradeaus und naja. Ist halt so linear wie, keine Ahnung, Final Fantasy 13. Ja, ich vergleiche alles mit Final Fantasy 13, weil ich Final Fantasy 13 ein bisschen hasse zwischendurch. Ja, okay. Oh, and if you slow me down, you're dead. Wobei das natürlich auch wieder ein vollkommen anderes Spiel ist, weil das hier ist ein, naja, Hack and Slay halt. More or less. I'm jealous. I don't have any brothers or sisters. Hey. It beats having a whole bunch you need to kill. Oh, yeah. I guess
Yes. Ja, würde ich aber auch sagen. Ich meine, lieber gar keine Geschwister als welche, die man töten muss. Oh ja? Ja. If there's a problem, is there no way you and your sisters can get along? She's not letting up. No way at all? No. I'm so hungry. What if they say they're sorry? I'd kill for a nice ham right now. What the hell are you saying? No. We have to run! Aber Kuchen klingt gut. Ja, genau. Ich hätte auch gern Kuchen gehabt. Oder Kekse. Kekse wären sogar noch besser. Ich mag Kekse definitiv lieber als Kuchen. Von daher, macht mir verdammte Schoko-Cookies. Dann lasse ich euch in Ruhe, okay? Vielleicht. Auch wenn Zero das vielleicht nicht so sehen würde. Naja, was soll's. Dann hauen wir einfach alles weiter kaputt. Eigentlich muss ich, glaube ich, auch gar nicht alle Gegner töten, die mir so entgegenkommen. Aber es macht schon irgendwie Spaß. Auf irgendeine Weise, auch wie die Framerate halt echt, naja, so unterbrochen irgendwie stockend ist. Ja, ist halt echt... Mäh, muss man halt mal so sagen. Aber naja, weiter drauf einfach, würde ich sagen. Und wenn der ein oder andere Gegner stehen bleibt zwischendurch, ist ja auch nicht so schlimm. Ich metze mich so weit durch, wie ich es halt tue und so. Ja, ich weiß, das ist ein Gegner, der rennt mir auch hinterher. Okay, never mind. Gegner stehen lassen wird wohl nichts. Oh, Bogenschützen oder was? Komm, schnell hinter. Look, I wanna be the only intoner in the world. And that means I have to kill the others. Clear enough for you? No, not really. I don't get it, Zero. I just don't get it. Ich verstehe es auch nicht. Aber es gibt halt Menschen mit besonderen Wünschen und Zero will halt gerne einzigartig sein. Naja, besiegt die Gegner, mache ich doch. Sollte nicht allzu schwer sein. Hier, komm, sterbt alle. Alle, die mir im Weg stehen, werden nicht lange stehen. Und dann liegen sie mir im Weg. Und dann werden sie da nicht lange liegen, denn ich werde eure Körper so lange zerhackstücken, bis ihr verschwindet. Okay, ergibt Sinn. Okay, man kann irgendwie mit Kreis Mikael rufen, so heißt er. Und das wird die Frame noch weiter zerstören, wahrscheinlich. And no rolling around in your own filth. Oh, all right. All right. Five should be in the Shrine of Seas up there. Probably the first time that tramp's ever seen a shrine. Is Five anything like you, Zero? No. I'm gonna talk to her. Maybe then you won't have to fight. Whatever. As if she's nothing like you. Maybe she'll actually listen to me. That can-do attitude's gonna get you killed. Zero, are you okay? You can always call on me, you know. You can call on me anytime. Quit repeating things. So, war's das? Fantastisch. Is that a shop? Sieht tatsächlich aus wie ein Shop. Okay, hier liegt aber noch irgendwas rum, was auch immer das ist. Tethered Cloth. Ja, keine Ahnung, was ich damit soll. Naja, und da oben liegt auch noch irgendwas, oder? Gehen wir mal eben hoch. Wenn ich da irgendwie hochkomme, tatsächlich. Und was ist das hier? Na, auch noch irgendwas. Überall sind irgendwelche Sachen. Was auch immer die alle sind, aber ich sammle sie allein, weil vielleicht brauche ich sie ja irgendwann. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. Okay? Gut. So, ist das jetzt hier ein Shop oder wie? Und ist hier auch ein Verkäufer oder kann ich alles klauen? Weapons. Mail order, huh? Well, whatever works. Okay. Man kann zwischen Missionen also Sachen kaufen. Interessant. Denn ja, das Spiel ist missionenbasiert, also es hat keine offene Welt oder so wie Nier, sondern es ist einfach nur ein gerader Gang nach einem anderen geraden Gang. Let's head for the shrine. Ja, dann gehen wir mal zum Schrein. Los geht's. Und vielleicht können wir zwischendurch Sachen kaufen. So, und hier sind wir im Menü, was man halt so zwischen den einzelnen Missionen hat. Und hier werde ich natürlich auch immer den Part beenden am besten. Und ich würde an dieser Stelle sagen, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen bis hierher. Und ihr findet das Spiel besser als Nier. Und damit meine ich jetzt hauptsächlich dich an, Pudel, denn du hast Nier gehasst. Und vielleicht findest du es ja jetzt schon ansprechender als Nier. Wer weiß das schon, wie gesagt, die Framerate ist grauenhaft. Aber ansonsten finde ich das Kampfsystem auf jeden Fall schon mal mehr interessant und so. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Und dann bis zum nächsten Mal bei Let's Play Drakengard 3. Ciao.